Ja. Kann Pyrus das Chitin einsammeln? Die Köpfe trenne ich jetzt mal nicht alle ab, aber das Chitin ist wertvoll. Das kann ich dann wieder in Nadoret sind verkaufen. Da ist auf jeden Fall mal wieder eine Geheimwand, die Vorgrim entdeckt hat. So, die drei Skara. Wo kommen die alle her? Ja. Bei Angriff! Da dürfte ein Befreiungsschlag mal helfen. Oh, und Pyrus sollte mich heilen. Was? Guano, kannst du bitte den ablenken, der mich angreift? Und Pyrus ist gut mit Heilen beschäftigt. Nochmal einen Fulminictus auf den von Vorgrim. Dann dürfte das hier auch geschafft sein. Oh, wo kamen die alle auf einmal her? Das war ja fies. Aber ich muss ehrlich sagen, selbst dieses ägyptisch angehauchte Gebiet jetzt hier sieht ziemlich schick aus. Ziemlich schön gemacht. Mit diesen Tempelanlagen und allem. Auch wenn das jetzt garantiert sehr weit weg ist von unserem aktuellen Aufenthaltsort. Die Talaria ist angeblich wieder in Nadoret, obwohl wir eigentlich alle Zollfeste angelegt haben. Na, naja. Kommen hier jetzt auch gleich wieder ein Haufen Skarabäen angekrabbelt? Ja. Was? Pyrus sollte gleich mal vorkommen, zur Sicherheit heilen. So, jetzt ist noch der eines Skarabäus übrig. So. Das war's mit den Skarabäen. Jetzt gibt es noch die hier oben, die diese Truhe hier bewachen und die geheime Wand. Ja. Bei Angriff! Ja. So. Was steht denn eigentlich über Skarabäen? Skarabäus bringt mit seinen scharfen Scheren nicht immer nur Glück. Ja, das stimmt allerdings. Skarabäen sind ja in echt schon ziemlich groß und eigentlich gefährlich, also die können einem schon schön Aua machen, aber solche Viecher. Priestern gewesen zu sein. Wir sollten zurück zur Orima-Priesterin. Ja, können wir gleich. Beeil mich. Ja. Erstmal will ich hier aber gucken, was so hier rumliegt. Was haben wir hier drin? Eine goldene Münze, die sehr wertvoll ist. Und eine Geheimwand. Oder ein Geheimnis, ein magischer, unidentifizierter Ring. Was? Quano, Ring, schon wieder ein Ring des Lebens. Na? Den kann er mal Vorgrim anziehen. Den zweiten kriegt dann später Ardo.
Hatten wir nicht schon mal so einen? Ach ja, den trägt Feierriss. So. Ja, das war eigentlich ein nicht geplanter Abstecher, aber so einfach scheinen wir ja nicht zurück zu können. So, jetzt zurück zu ihr. Verstehen Sie nun, welche Macht Sie besitzen? Ihre Ankunft hat die dunklen Mächte in Unruhe gebracht. Das fahle Herz schlägt ersten Males schneller als es darf. Nur deren Macht vermag es zu brechen. Also sie prophezeit irgendwas von dem Untergang, wenn ich das so verstehe. Schön und gut, nur wie hilft uns das weiter? Der Garten ist immer noch weg, obwohl wir die dunklen Wesen vertrieben haben. Nur weil der erste Schritt getan ist, kann der zweite nicht ausbleiben. Es gilt, das Verdorrte mit neuer Kraft zu füllen. Allein der Hüter des Wissens kann jetzt noch helfen. Er wacht über die Saat Nurtis. Ah ja. So, und wo finden wir diesen Hüter? Dort, wo sie ihren Anfang nahmen. Durch das erste lebendige Portal. Das klingt alles ziemlich wirr. Dann versuchen wir dort unser Glück. Kann ich eigentlich mit ihm reden? Bei Frenjara, lasst mich raten. Es reicht nicht, mir bei meiner Suche beizustehen. Ihr wollt mehr darüber wissen, hm? Oh ja, da hat er richtig geraten. Ist das viel verlangt? Ihr müsst nicht antworten, wenn ihr nicht wollt. Ja. Ach, was soll's. Jetzt seid ihr mit im Boot, da sollt ihr auch erfahren, worum es geht. Oh, das ist aber freundlich von ihm. Was sucht ihr hier denn? Möchte ich wetten. Na gut, fragt. Was genau suchen wir hier eigentlich? Wir suchen die Tochter des elfischen Hochkönigs Fenvarien. Ich gab ihm ein Ehrenwort, sie unbeschadet zu ihm auf die Insel hinter dem Nebel zu geleiten. Ah ja. Okay. Warum auch immer du sowas tust. Sonst noch was? Diese maskierte Priesterin ist etwas eigen, sie findet ihr nicht? Ohne Frage. Fenvarien sprach von einem Traumzeichen, das uns den Weg weisen würde. Mein Bootsmann Inu wurde von ihr in seinen Träumen besucht. Sie war es, die mich an diesen Ort geführt hat. Ja, das Inu ist ja der Moa, der ihm geleitet Sonst hat. Sonst noch was? Ja, ich frage mich, wo wir sind. Kennt ihr diesen Ort? Schwer zu sagen. Scheint das hochelfische Tishiana zu sein. Es wird auch die gleißende Stadt genannt. Soll damals im Namen des Drachen Pyrdakor errichtet worden sein. Sonst noch okay, was? Okay, da sind wir weit weg von zu Hause. Wie es mir scheint. Nächste Frage. Sind Fremde wie wir an diesem Ort überhaupt gekommen? Schwer zu sagen. Das Reich der Sumura hatte ein Bündnis mit Tishiana. Zusammen wollten sie gegen die namenlosen Horden kämpfen. Fremde sind also nicht gerade willkommen, aber als Verbündete geduldet. Ah ja, also wir sind ja so gesehen Verbündete. Wir haben geholfen, den Garten Sonst zu säubern. Noch was? Hab Dank, ich habe fürs Erste genug erfahren. Gehen wir mal weiter. Ein Händler und noch ein Geheimnis. Palastwachen. Da ist der Sphärenriss. Also wir könnten jederzeit zurück, aber das will ich jetzt gerade noch nicht. Oh, wer bist du denn? Ich kann jetzt nicht. Jemand Unhöfliches auf jeden Fall. Kind Tishanas. Gibt es hier noch jemand Interessantes zum Reden? Erstmal scheint es hier oder hier unten ein Geheimnis zu geben. Wie kommt man denn da runter? Ach, da drüben. Oder ist das doch hier oben? Nein, durch den Sphärenriss will ich jetzt nicht unbedingt. Erstmal will ich mit der Händlerin reden. Mit dem Händler. Oh, neue Gesichter in diesen schweren Zeiten. Erstaunlich. Natürlich auch erfreulich für einen Händler wie mich. Oh ja. Ein Händler, das trifft sich gut. Warum ist das erstaunlich? Nun, durch die Belagerung sind über die Zeiten eher Gesichter verschwunden als hinzugekommen. Viele haben Tishiana verlassen. Einige blieben auf Dere,
Andere gingen in das Land hinter den Nebeln. Nur die Tapfersten blieben aus freien Stücken. Also wird die über Tishana belagert. Okay, zeigt mir eure Waren doch mal. Jagdpfeile, Jagdbolzen, Handschuhe. Was für Handschuhe sind das denn? OAT. Die sind gekauft. Die könnte ich nämlich tragen. Oder noch besser. Forgrim. Sehr schön. Jetzt hat Forgrim Handschuhe an. Die sein AT um 2 steigern. Das waren mir die 9 Dukaten definitiv wert. Und jetzt will ich mal kurz hier runter gucken, was da für ein Geheimnis ist. Und zwar müsste das irgendwo hier sein. Aber hier sind nur Vasen. Hinter den Vasen ist nichts, oder? Ja. Nö. Dann scheint das Geheimnis schon mal nicht hier unten zu sein. Gut, schade. Gucken wir uns dann das andere Geheimnis an. Hinter der Palastwache. Da müssen wir ja eh entlang. Wenn wir zum ersten Wächter oder wieder zum Gärtner wollen. Ah ja. Fremde haben keinen Zutritt zu den Hallen des Wissens. Wir können etwas schroff sein und sagen, wir hatten den Auftrag der Orima-Priesterin. Oder wir können erstmal sagen, woher wir kommen. Ich glaube, wir nehmen das. Also, wir kommen aus der Gegend um Natoret und wollen mit dem Hüter des Wissens sprechen. Im Garten Pyrs gibt es keinen Ort dieses Namens. Redet. Auf wessen Seite seid ihr? Auf Tishianas Seite. Wir sind aus den sumurischen Landen hierher gekommen, um uns Tishiana im Kampf gegen die Horden des Namenlosen anzuschließen. Okay, Phyllisen hat schon mal was uns ein bisschen Last abgenommen, mit dem er verhandelt. Das ehrt euch. Dennoch fürchte ich, dass dies nicht ausreicht, um Zugang zu den Hallen des Wissens zu erlangen. Nur wer der Ehrengarde des Palastes angehört, genießt dieses Privileg. Dies würde euch die ehrwürdige Amanshah nie gewähren. Die ehrwürdige Amanshah, wer ist sie und wo finde ich sie? Amanshah Nirtana ist zurzeit die einzige im Palast, die neben Amantirta Kat neue Aspiranten in die Ehrengarde der Palastwache aufzunehmen vermag. Ihr findet sie nahe des Eingangs zum Thronsaal. Ah ja. Es muss doch einen Weg geben, der Ehrengarde beizutreten. Dazu müsstet ihr mit der ehrwürdigen Amanshah sprechen. Glaubt jedoch nicht, okay. Dass... Das bedeutet, jetzt müssen wir erst einmal da hinten hin zum Palast. Und, das schlaucht mich gerade, dass ich nicht weiß, wo hier ein Geheimnis sein soll. Oder ist damit einfach nur der Sphärenriss gemeint? Das wäre natürlich gemein. Palastwache. Amankai der Palastwache. Das scheint die Anführerin zu sein. Für mit euch, Fremde. Ich bin die Amanshah der Ehrengarde. Falls ihr ein Anliegen für unseren edlen Hochkönig Fenvarien habt, so muss ich euch enttäuschen. Er weilt zur Stunde nicht im Palast. Ja, er ist auf der Nebelinsel, nachdem was Phyllisen uns gesagt hat. Wir wollen nicht zum Hochkönig, wir kommen aus dem Land der Sumure, um der erhabenen Amshara der Ehrengarde des Palastes unsere Dienste anzubieten.
Oder wir sagen die Wahrheit. Verzeiht, es geht nicht um eine Audienz beim Hochkönig, sondern beim Hüter des Wissens. Wir wollen der Orima-Priesterin helfen, den Nurti-Schrein wiederzubeleben. Ja, sagen wir das. Ich muss euch enttäuschen. Auf Befehl des Obersten dürfen nur noch Ehrengardisten der Palastwache die Hallen des Wissens betreten. Es ist ein heiliger Ort. Und gewöhnliche Hilfstruppen werden dort nicht geduldet. Okay. Wir mögen gewöhnliche Hilfstruppen sein. Die Zeiten jedoch sind alles andere als gewöhnlich. Seit Jahrzehnten wird eure Stadt nun belagert. Der Feind gewinnt zusehends an Boden. Ist es wirklich noch an der Zeit, euren Stolz unserer Hilfe vorzuziehen? Okay, für das geht... kontraproduktiv gerade vor, aber... Frevler, mein Volk mag in Bedrängnis sein und die Pracht unseres gleißenden Tishianas scheint gleich der Gunst Pyrs zu verblassen. Doch soll dies niemanden zu dem Irrtum verleiten, wir könnten nicht alleine bestehen. Niedere Völker in unseren Rängen würden uns nur schwächen. Definitiv Hochelfen. Hab ich jetzt gerade gemerkt, auch an den Ohren. Und an ihrer Arroganz. Und dennoch, ihr sollt Gelegenheit bekommen, herauszufinden, wie gewaltig das Ausmaß eurer Unterlegenheit ist. Solltet ihr noch den Mut dazu verspüren, werdet ihr euch den Prüfungen des Blutes und der Prüfung des Geistes stellen müssen. Okay. Prüfungen stellen oder uns entschuldigen? Versuchen wir es mal mit entschuldigen. Verzeiht, wenn mein Freund euch mit seinen Worten verärgert hat. Gibt es keinen anderen Weg? Aufrichtigkeit wird den Feind nicht bezwingen, wenn ihr ihm im Geiste und im Blute unterlegen seid. Entweder ihr stellt euch den Prüfungen... lasst uns sofort beginnen. So sei es denn. Folgt mir. Okay, wo geht's jetzt hin?